Tja. Scheibenkleister. Ja, Zimmer Zorfisch. Wir lassen mal den Helm hier. Hört, eine Brille ist jetzt hier. Für Goal oder für Ulysses? Jetzt haben wir eine Brille. Wozu haben wir denn jetzt eine Brille? Ah, merkst schon. Ich glaube, ich habe ein... Durch diese Veränderung, die wir in dieser Zeit setzen, machen wir was anderes damit. Warte mal, da gehen wir nochmal durch diese Zeit. Vielleicht können wir noch mehr verändern. Das ist ja richtig fettes Rätsel. Da muss ich aber sagen, das ist jetzt noch richtig heftig. Ja, ja, rückwärts Fahrsperre, Wegfahrsperre. Was passiert eigentlich, wenn wir hier drauf drücken? Huh? Musikauswahl haben wir da nur. Warte mal. Ich werde das nochmal machen. So. Na, das kennen wir doch. Das ist doch schon viel gemütlicher. Was können wir hier? Die Wärme einstellen? Wenn ich mich nicht irre, sind Schrottgraben im Tempelgraf, dahin ist mein Schlaf. Cool. So, und ein Portal. Los geht's. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Interessant, das Teil. Hey, wo willst du? Sag ich nicht. Ja, das kennen wir ja schon. So. Okay, also wir müssen sie nochmal hypnotisieren und den Lolli mitnehmen. Sonst kommt das nämlich nicht mit der Brille. Ja, ja, Stinky Wingy. Fast riecht. Voll süß. So, Lunchbox. Ja, die Brille ja immer noch. Ah, warte mal. Kann man da das Süße reinpacken? Der darf ja nichts Süßes essen. Oje, was haben wir jetzt gemacht? Er wird es mir danken. Wer weiß, was aus Ulysses passiert, wenn wir das hier machen. Ich habe leider nicht die Zeit, ihr die Finessen des angewandten Rufismus beizubringen. Aber sie wird ja auch so zu einem ganz passablen Vibesmensch heranwachsen. Was haben wir denn hier? Bobo Lancello? Musikalische Früherziehung ist extrem wichtig. Mein perfektes Gehör verdanke ich beispielsweise dem Umstand, dass mein Vater immer die Musik lauter gedreht hat, wenn ich geschrien habe. Auch nicht schlecht. Warte mal, können wir es vielleicht austauschen damit? Wo bin ich? Ah, da bin ich ja. Da, hinter dir. Dann gibt's keinen Flügel. Ach, Kinder sind schon doof. Das ist gut. Wenn der Flügel nicht existiert, dann können wir niemals das wegwursten, diese eine. Und wir können überhaupt nicht zur Datenbank kommen. Oh Gott, ich glaube, jetzt haben wir viel verändert. Das lose Panel, was können wir denn da machen? Können wir da das Milch reinsetzen? Verderbliche Milch in einer geheimen Nische verstaut? Check. Okay. Ich weiß nicht, was es gebracht hat bis jetzt. Überrascht, dachtest falsch. Und wieder, du bist... Und so, wir haben jetzt was verändert. Mal sehen, was jetzt passiert. Alter, diese Zeitreisen. Da drehst du durch. So, was haben wir jetzt? Scheiben. Ja, 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 kennen wir schon. So, wir haben jetzt die Brille. Und was ist das? Haftcreme? Ach, bestimmt war er seine... Oh Gott, er hat seine Zähne verloren. Ich... Das Cello ist kaputt. Und da liegt jetzt ein Bogen. Was auch immer das bringt. Eine Waffe bauen. Stimmt, wir sollen hier eine Waffe bauen. Warte mal. Zeiger können wir als Munition nehmen. Okay, so, dann brauchen wir jetzt noch die Scherben. Eigentlich, aber mit. Aber wozu brauchen wir die Brille? Hoppla. So, jetzt die Scherben. So, jetzt können wir eigentlich was bauen. Es ist noch. Oder halt Kraftcreme mit Scheiben. Das scheint totaler Nonsens zu sein. Aber irgendetwas sagt mir, dass ich hier einer Sache auf der Spur bin. Als würde sich eine zigtausendmal ausgeführte Handbewegung sublim den Weg in mein Bewusstsein hinunterrubbeln. Auf jeden Fall. So, klebrige Scherben. Es ist noch nicht blind, aber da... Halt, wir haben noch die Milch, die Milch, die Milch. Loses Panel. Eine Fl- also da. So. Jetzt haben wir Käse. Käse und Brille. Ich weiß. Ach, das ist.
mit den Zeigern? Ich weiß nicht, was bringt das? Was machen wir daraus? Warum muss ich an das Wort Tachyonen? Das ist doch nur wie Rokoko oder Fußpflege. Fußpflege, was haben wir denn jetzt? Scherben? Tachyonenpfeile? Bögen? Bogen? Uhrenzeiger als Munition? Jetzt verstehe ich! Wir müssen die Brille herstellen. Die 4D-Brille. Ich weiß nicht, was ich hier wieder... Aber es wirkt... So. Ich weiß nicht, was ich hier... Hab ich dich... Nein! Ich hab's doch gerade gelöst! Oh, ich glaube, wir haben gerade einen Bug ausgelöst. Oh, da bin ich zu weit. Ich habe nur Escape gedrückt. Scheiße. Hey, Zimmer. Okay. Wir wissen, was wir zu tun haben. Jetzt weiß ich, wozu ich das alles brauche. Gut, alles klar. So, wir brauchen... Ich habe sowieso jetzt den Bug ausgelöst, wie ich sehe, weil dass man zweimal die Zange haben kann, ist ja sowieso ein bisschen merkwürdig. So, jetzt brauchen wir schnell die die Scherben. Weil das ist doch Buntglas, damit können wir die 4D-Brille bauen. So, halt den Bogen brauchen wir auch noch. Und wir brauchen den Käse. Jetzt ergibt das alles Sinn. Jetzt weiß ich nicht, was er will. Er will nämlich ein weiteres Zeitanomalie anschauen. So, dann machen wir daraus eine 4D-Brille. Ah ne, halt, wir müssen das erst klebrig machen. Ja, mach endlich. Los, Rufus, laber nicht lange. So, jetzt daraus eine 4D-Brille. Okay. Ich weiß nicht, aber es. So, und jetzt brauchen wir Tachyonenkäse. Ich meine Tachyonenpfeile. So. Warum? Das ist doch wie. Oder. So, dann machen wir daraus unseren Bogen. Ja, Uhrzeiger als Munition. Ganz. So, deswegen kam uns das doch alles bekannt vor. Ich weiß nicht was, aber es... So, was haben wir denn hier? Wie Sie sehen, sehen Sie? Hier ist nichts. Okay. Dann müssen wir hier mal gucken. Bitte nicht das Klo. Es ist genau hey, das Klo. Ich erkenne tatsächlich etwas. Ein Portalpotent, woher auch immer ich das... Woher auch immer das weiß, das stimmt. Weil er schon mal gemacht hat. Korn und... Wer sagt's denn? Und los geht's. Raus hier. Folgen die mir jetzt einfach überall hin? Ich muss sie irgendwie abschütteln. Okay. Minigame? Was passiert jetzt? Hänge die Utopia ab, schieße alle Portale auf, weiche ihn aus. Was ist denn das für ein Spiel? Okay, das ist aber echt seltsam, dass es so ein Spielchen gibt. Cool. Ich soll in der Mitte bleiben. Nein! Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Was war das denn? Oh, wir können es überspringen, aber das will ich nicht überspringen. Cool, wir waren gerade an der Szene aus Deponia 3. Okay. Abschießen. Abschießen. Problem ist nämlich, wenn ich da hingucke, dann geht er auch mit der Maus dahin. Okay, das Portal habe ich nicht aufgekriegt. So, jetzt bleiben wir auf der Mitte. Okay. So, den abschießen. Ich krieg die noch nicht alle. Das ist blöd, dass sich Rufus immer bewegt. Nein, hör auf, dich zu bewegen. Nee, ich krieg das doch ja auch nicht. Ich kann doch ja auch nicht gleichzeitig hingucken und mich bewegen. So, das sieht jetzt gut aus. Ich weiß aber ja nicht, welches Portal wir benutzen müssen. Nur ein dieser Portale benutzen. Die Aufgabe war ja nur, die Dinge auszuweichen und alle auszuschießen. Okay, es hat funktioniert. Oder auch nicht. Das ist Zeitverschwendung. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Er ist garantiert am Boden zerschellt. Apropos Boden.
Wo ist die Zukunft hin? Es sollte hier keinen Boden geben. Was haben wir nur übersehen? Wir müssen noch einmal zurück. Aber lass uns vorher noch mal um diese Ecke da gucken. Na gut, sicher ist sicher. Sieh mal einer an. Das ist doch unser Umux. Da versucht sich noch jemand in den Lauf der Dinge einzumischen. Der macht uns das aber sehr einfach. Komm, ich habe eine Idee. Ich bin verwirrt. Wo sind wir denn? Schrottplatte? Achso, da sind wir verschrottet. So sind wir dann hinter den Sitz gekommen, oder was? So, Rohr. Komm schon. Los, Rufus. Jetzt nicht aufgeben, nicht am Finale. Los. Diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen. Das war ja auch überfällig. Schmerzen. Ich glaube, ich werde... Oh nö. Komm los, kriech rein. Mit letzter Kraft schaffte ich es auf die Rückbank und versteckte mich unter einer Decke im Staufach. Dann verlor ich das Bewusstsein. Und nun bist du auch hier gestrandet. Bravo. Kommt jetzt der Teil, wo das für uns von Nutzen ist? Ich glaube, ich verstehe es. Ihr wart doch bereits in Kuvak, als wir McChronicle in die Wüste geschickt haben. Dann wart ihr doch genauso da, als wir es eben nicht getan haben. Je nachdem, von welchem der beiden Durchgänge wir gerade sprechen. Rufus sitzt in beiden Versionen auf der Rückbank. Sowohl hier... Hallo. ...als auch in dem anderen Zeitstrang, wo McChronicle ungehindert in Kuvak eintreffen konnte. Du meinst, er kaute also auch auf der Rückbank, als Rufus und McChronicle das Timepod stahlen? Ja. Und jetzt volle Kraft voraus! In dem Fach, wo ich nicht rangekommen bin. Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. So wie bei eurem Abstecher in die Ruinen des zukünftigen Elysium. Genau. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Das war Rufus selbst. Ich glaube, du hast... Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher. Ne? Er war da, als ihr Future Goal nach Elysium brachtet. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stellen wir als nächstes an? Und verschwand mit ihr in die Zwischenzeit. Krass. Aber das hieße ja... Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand, schnell! Nein, warte noch! Huch! Tja, Kuckuck, Überraschung. Rufus? Aber wie kommst du denn dahin? Das ist eine lange Geschichte, für die wir jetzt nicht so richtig Zeit haben, oder? Stimmt genau. Ich will euch davon abhalten, ein... Oh, guck mal, Barry. Hallo, Rufus. Schön. Ich will euch davon abhalten, einen großen Fehler zu begehen. Was auch immer ihr vorhabt, es wird nicht gut ausgehen. Ach, denkst du das? Dann pass mal auf. Rufus! Die Hand! Jetzt! Nein! Stopp! Los! Worauf wartest du? Hab dich! Goal! Ich fasse es einfach nicht! Wie kann es sein, dass du hier bist? Und wer ist der da? Also ich bin hier, um dich zu retten. Was er hier treibt, weiß der Teufel. Dann lasst es mich erklären! Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wovor? Dass du zugenommen hast? Da hätte auch eine Postkarte gereicht. Ich will euch davon abhalten, das Ende zu ruinieren. Ach, halt doch die Schnauze. Haltet beide die Schnauze und helft mir endlich dabei, euch hier hochzubekommen. Halt! Aufhören! Lasst den Mann los! Die Männer vielmehr. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du sie fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Ja, die müsste ich doch auch dran erinnern. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also zum letzten Mal. Lass sie los. Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer. Aber ich glaube, sie blöffen nur. Nein, das tun sie nicht.
Goal, du kennst mich. Ich bin der Rufus, der dich aus deiner Zukunft gerettet hat. Aber diese Zukunft existiert nicht mehr. Das ist ja der Sinn der Aktion. Nein, du verstehst nicht. Irgendwie sind wir in eine Zeitschleife geraten. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Zukunft? Ich höre immer Zukunft. Mal angenommen, du hast recht. Hast du einen Plan, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Natürlich habe ich einen Plan. Nein, diesmal nicht. Natürlich, wir haben immer einen Plan. Natürlich habe ich einen Plan. Dann raus damit. Wir bauen uns einen Raketenschlitten. Wir versuchen, einen vorbeifliegenden Satelliten einzufangen. Wir bleiben einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Es gibt nur eins, was du tun kannst. Du musst loslassen. Also die anderen drei Sachen, das wird nicht passieren. Da wird nichts passieren. Ich denke mal, das wird das hier sein, aber... Muss Rufus sterben, damit es ein gutes Ende gibt? Es sieht so aus, als gäbe es nur eines, was du tun kannst. Du musst loslassen. Okay, das kommt mir ein wenig extrem vor, aber solange es Teil eines weiteren brillanten Rufus-Manövers ist, soll es mir recht sein. Also, was hast du geplant? Park dein Hoverboard unter der nächsten Wolke? Hast du eine Pfeife, mit der du das Adlervolk rufen kannst? Oder nein? Halt, du hast uns alle durch Hologramme ausgetauscht, richtig? Komm schon, rück raus. Ich lasse los und dann, wie zum Kuckuck, willst du denn euren Fall abbremsen? Ich trage einen Raketenrucksack unterm Mantel. Ich kenne ein geheimes Portal in die Zukunft, ein Stück weiter unten. Ich habe ein paar Flugschnabeltiere abgerichtet. Wenn ich sage gar nicht, wird sie nicht loslassen. Denn das ist ja der Sinn, warum sie hier ist. Sie will ja nicht, dass wir sterben. Sie will es ja nicht nochmal machen. Wie in Deponie 3. Aber ich werde es trotzdem sagen, gar nicht. Gar nicht. Wir werden es nicht überleben. Was? Was soll denn das für ein Plan sein? Versteh doch. Es geht hier nicht darum, ihn oder mich zu retten. Was? Wieso? Seit wann das denn nicht? Wir sind bereits Geschichte. Aber für dich, Goal, gibt es noch eine Zukunft. Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Uns beiden. Mach drei draus. Ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen. Ich wollte ein besseres Ende finden. Und dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht, was wir erreicht haben. Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife. Happy End? Fehlanzeige. Und das Ende, das ihr hier erzeugt, ist sogar das Schlimmste von allen. Ich wollte es euch nicht sagen, aber wenn ihr das hier durchzieht, wird Gold sterben. Nein. Oh doch. Und schlimmer noch, ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen. Nein. Du lügst. Warum lügst du? Also, gibt es keine Hoffnung für uns? Was geschehen ist, ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn. Es gibt immer Hoffnung. Und man kann allerhand Dinge tun, die unmöglich sind. Das sollte man sogar. Tonnenweise. Und mehrmals am Tag. Man kann den Organon besiegen. Nach Elysium reisen. Einen praktischen Nutzen für Hutmode finden. Und Sterne vom Himmel holen. Selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern. Aber wenn ihr all die coolen, unmöglichen Sachen, die ihr erreicht habt, rückgängig macht, dann müsst ihr sie alle nochmal machen. Nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich. Versteht ihr? Wollt ihr wirklich verändern, was ihr zusammen erlebt habt? Die Welt immer wieder zerstören, nur um sie noch einmal retten zu können? Ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft. Wofür kämpft ihr, wenn es einfach niemals aufhört? Aber das hier ist euer Moment. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und mir geht die Kraft aus. Haut rein! Oh mein Gott. Nein! Nein! Was für ein Penner! Ja, nicht wahr? Was weiß der schon? Es gibt immer einen Weg, richtig? Komm schon, sag es. Wir schaffen das. Irgendwie. Ich glaube, er hat recht, Goal. Wäre doch blöd, wenn alles, was wir durchgemacht haben, nie passiert wäre. Habt ihr es bald da unten? Und überhaupt, die Vergangenheit ändern. Pff, das ist doch Kinderfufnix. Ja, wir haben viel unmögliche Dinge gemacht. Wir haben deine Persönlichkeit gedrittelt. Dich geklont. Hallo. Dich geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt. Hä? Wann war das denn? Ach, da hast du geschlafen. Wichtig ist doch nur, dass wir eine prima Zeit zusammen hatten. Ja. Die hatten wir. Nur das Unmöglichste von allem, das habe ich allein getan. Dich loslassen. Vielleicht ist das die eine Sache, die wir korrigieren sollten. Lass es uns zusammentun. Aber ich kann das nicht. Ja, unsere Geduld ist am Ende. Wir zählen jetzt bis Zucks. Ongo, Bongo, Schnucks.
Doppelschnücks. Ich hatte nie die Chance, mich zu verabschieden. Mach's gut, Rufus. Klobig 2. Es war lässig. Ubel. Super lässig. Rauffang. Naso. Zucks. Ach, schön. Obwohl, halt mal. Ich hab's schon mal gesagt. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert. Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut. Die Utopianer setzen mich in der Zeit ab, in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten. Natürlich war ich immer noch traurig, aber da war auch etwas Neues und Altes. Hoffnung. Ich dachte viel über den anderen Rufus nach. Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren. Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten. Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war. Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen. Und das war's. Alter Schwede. Und Cole trägt eine Brille. Was? Also ganz ehrlich, irgendwie habe ich mir das gedacht, dass es am Ende wieder so eine Art Status Quo wiederhergestellt wird. Und dass es die ganze Zeit eigentlich an Rufus lag, weil das mit den Fuel-Logs ist mir eingeleuchtet, als wir sie überhaupt erschaffen haben. Mir kam die ganze Zeit vor, er hat sie doch erschaffen. Ronny hat sie rausgelassen und sie sind in der Zukunft auch da gewesen, auch Fuel-Logs, durch uns. Das heißt, wir waren die ganze Zeit an allem schuld gewesen. Wann war das denn hier? Ich glaube, die leben jetzt einfach auf... Ich glaube, das Ende sagt einfach, dass sie auf Deponia leben sollen. Weil wenn wir nämlich Elysium bewohnt hätten und wären mit Elysium losgezogen nach Utopia, wären alle draufgegangen. Da wäre Utopia zerstört worden und Elysium wäre zerstört worden. Das hätte also nie geklappt. Deswegen ist dieses Ende das richtige Ende. Und es ist nur durch dieses Zeiteingreiferei, dadurch, dass wir die Zeit eingegriffen haben, ist überhaupt das passiert, dass Rufus den Planeten gesprengt hat. Weil jetzt kann ja keiner den... Oh je. Oh, sorry. Ach, Poki, du alte Nase. Tja, Leute, und an alle Fans da draußen... Ich glaube trotzdem, für viele ist es bestimmt nicht das Ende, was man haben will, dass Rufus sich opfert und stirbt am Ende. Aber das muss so sein. Aber ganz ehrlich, dieses Zeitparadoxa, die ihr da ausgelöst habt, das ist ja mal richtig Gehirnfucking. Oh, die haben Nachwuchs gekriegt. Die zwei Schnabeltiere. Sorry, dass ich jetzt hier noch das alles in die Länge ziehe und noch drüber labere, aber ich muss jetzt gerade ein bisschen so das verdauen. Und ich glaube, es ist auch wirklich das einzigste Ende, weil andere Enden gehen gar nicht. Es geht nicht anders. Was hätte es gebracht, wenn jetzt Rufus noch überlebt hätte? Er wäre wieder auf dem Planeten geblieben und hätte die Welt zerstört. Jetzt ist aber die Frage... Was zum Teufel, wie sieht's denn hier aus? Ach, der hat jetzt einen anderen Hut. Die ganzen Hutmoden. Also, wie gesagt, ich frage mich aber, wer ihr überhaupt das alles in die Zeit, in die Wege geleitet hat. Also, Rufus ist gefallen in Deponia 3, ja? Dann ist er alt geworden. Aber er kann doch nicht vorher schon von Goal gerettet werden, weil irgendjemand muss ja Goal schon aus der Zeit genommen haben. Oder? Hier, Uhrzeit. Stimmt, da ist ja das Ding ja auch aufgetaucht. Ja, irgendjemand muss, wie gesagt, es kann doch vieles gar nicht erst passiert sein, wenn man es gar nicht erst den Weg geleitet hat. Man kann doch nicht etwas vorhaben... Wenn es noch gar nicht da ist, also wer hat denn nun wen aus der Zeit geholt? Es kann keine Zukunfts-Goal mit der Zeitmaschine geben, wenn es keinen Rufus gibt, der in die Zukunft reist. Wisst ihr, was ich meine? Da ist ein kleiner Denkfehler drin.
Es sei denn, ihr könnt mir das erklären, weil ich kenne mich sehr gut aus mit Zeitreisen und das macht überhaupt keinen Sinn. Aber irgendwie ist jedem geholfen am Ende. Oh, Tuck, der hat es wahrscheinlich versucht zu erklären, was hier passiert ist. Ja, das würde mich jetzt eher gerne interessieren, was so mit den anderen passiert. Weil der Rufus ist ja jetzt quasi aus der Zeitlinie raus. Ne, halt eigentlich nicht. Wir haben ja den Rufus, der die Elysium rettet. Und dann fällt. Und dann stirbt. Ja, das ist das Ende. Oh, schön, das Bild noch vom Dedelec-Team. Und das war's. Tete-Bete war das. Gut, Leute. Das war Deponia Doomsday. Ich werde auf jeden Fall das hier ein bisschen in die Länge ziehen, die letzte Folge. Nur wegen den Credits. Habt ihr für die Leute, die jetzt immer noch zuschauen, Hut ab, wie immer. Gucken wir mal. Extras. Gucken wir mal. Ja, es waren alle Videos gewesen. Das heißt, es ist kein weiteres Video zur Verfügung. Das heißt, das war das letzte Ende. Mehr gibt's nicht. Die Magazine. Wir haben einen Hut gefunden. 592. Na gut, so viele gab es jetzt nicht. Ich werde die auf jeden Fall mal alle durchsuchen. Achievements haben wir auch ein paar zusammengekriegt. Leider nicht alle. Was haben wir hier? Noch nicht freigeschaltet. Oh, gut, das geht eigentlich. Apokal, wo? Warte, bis der Countdown abgelaufen sein müsste. Okay. Ja. Werde ich mich auf jeden Fall mal offline damit kümmern. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich es durch habe, weil letztendlich wurde es am Ende echt verwirrend. Bis es zum Glück dann endlich aufgelöst wurde. Wie gesagt, mit einem kleinen Denkfehler. Aber ich kann mich auch irren. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem neuen Projekt wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Euer Garrett. Bis dann. Tschüss.